jetzt wirklich nicht aus, alle Unterstützerinnen und Unterstützer zu nennen. Ob sie nun aus der Elternschaft kommen, von Verlagen kommen, von der Stadt Köln kommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche mir, dass diese Veranstaltung jetzt nicht so ankommt, als wollte die Kasse alles anders machen. Das wäre nämlich nicht in meinem Sinne. Die Veranstaltung soll aber, das wünsche ich mir, so ankommen, dass die Kaiserin Augusta Schule sagt, wir leben in einer digitalen Welt mit Grenzen und mit Möglichkeiten und wir wollen die Möglichkeiten, die wollen wir selber herausfinden in Zusammenarbeit mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern. Dabei spielt der Umgang genauso eine wichtige Rolle im Sinne der Erziehung wie auch das praktische Tun. Und wenn wir da einen Schritt weiterkommen, dann war die Veranstaltung für mich und für uns und ich hoffe auch für die meisten von Ihnen, war die eine wichtige Veranstaltung, an die wir gerne zurückdenken. Ich gebe jetzt gerne an die Frau Schör ab und Frau Schör wird, ich sag mal, auch noch die Veranstaltung eröffnen und dann werden wir uns in die Workshops begeben. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Mein Name ist Annika Schür. Ich arbeite beim Amt für Schulentwicklung der Stadt Köln, bin also für den Schulträger heute hier anwesend und freue mich, ganz viele von Ihnen zu sehen, die sich hier engagieren, die aktiv sind und das Thema neue Medien, digitale Medien unterstützen, vielleicht selber im Unterricht einsetzen und begleiten. Die Frau Heuer, meine Amtsleiterin, kann heute leider nicht hier sein und Sie persönlich begrüßen, was daran liegt, dass sie an einer lang geplanten Japan-Reise teilnimmt und der Weg von Japan vielleicht ein wenig zu lang wäre, um selber zu erscheinen. Ich soll Ihnen schöne Grüße bestellen und ich möchte Ihnen auch sagen, dass sie das Thema ganz intensiv verfolgt und sich sehr für dieses Thema auch interessiert und fördert. Thema Fördern. Mein Aufgabenschwerpunkt beim Amt für Schulentwicklung ist eben die Förderung von Internetkompetenz und Medienkompetenz. Deswegen bin ich ganz glücklich, Sie alle zu sehen und freue mich, dass sich so viele auf den Weg gemacht haben, sich auf diesem Thema zu widmen. Sei es, ich weiß, ich habe hier ein paar Lehrer gesehen, die mit mir zusammen auch bei dem Projekt Medien Scouts teilnehmen. Genau. Dann auch iPad-Lehrer habe ich hier auch gesehen und ich freue mich, dass das hier in der Praxis auch so gelebt wird. Von daher, ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit, eine tolle Veranstaltung und nehmen Sie viele Impulse für sich, für Ihre Arbeit an der Schule einfach mit. Vielen Dank. Ja, ich darf auch nochmal einen schönen guten Tag wünschen. Mein Name ist Liebke Ladwig. Ich bin Social Web Ranger, wie ich es genannt habe. Ich begleite Menschen und Unternehmen im Landschaftsraum Internet. Heute bin ich aber Moderatorin dieser Podiumsdiskussion. Und zwar haben wir ein nettes kleines Ründchen zusammengestellt, um mal ein paar Positionen zum Lernen in der digitalen Gesellschaft zu sammeln. Den Tastenspieler André Spang muss ich im Prinzip gar nicht vorstellen. Wir machen aber trotzdem eine kleine Vorstellungsrunde. Und zwar, André, drei Dinge, die wir über dich wissen müssen. Okay, mein Name wurde schon gesagt. Ich bin Lehrer. Unterrichte seit 2 Jahren papierlos, wie man das nennt. Ja, und ich versuche, Projekte in der Schule zu machen und das Lernen so ein bisschen zu verändern. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Die beten mal nach vorne und mal nach hinten, das ist normal. Zwei Dinge in der Freizeit war, glaube ich, das nächste. Ne? Ja, das machen wir danach. Ah, ja. Machen wir erstmal eine Runde. Okay. Herr Großbiet. Okay, drei Dinge. Ich bin in Berlin geboren, in Berlin zur Schule gegangen. Und werde hoffentlich, wenn ich sterbe, auch in Berlin sterben. Jedenfalls fahre ich heute Abend gleich wieder zurück nach Berlin Zwote. Seit 1975 war ich Lehrer bis zum Sommer immer an derselben Schule, also auch eine gewisse Beständigkeit, die sich aber dadurch auszeichnet, dass sie sich beständig verändert hat, ist auch eine Beständigkeit. Und seit über 25 Jahren war ich auch Schulleiter. Und dritte, wir sind die Schule, die das Jahr im vorigen Jahr das erste gemacht hat. Frau Schör? Genau. Meinen Namen habe ich gerade schon verraten, aber was die Lehrer aus Köln vielleicht über mich wissen sollten, wäre vielleicht meine E-Mail-Adresse und meine Handynummer ist gut, ne? Nein, das möchte ich nicht. Meine dienstliche Nummer.
genau. Falls Sie sich eben für Themen wie eben Arbeiten mit iPads interessieren oder für das Projekt Medienscouts, das sind eben Themen, die ich halt fördere und deswegen diejenigen, die sich dafür interessieren, eine E-Mail schreiben oder anrufen und dann schauen wir einfach, wie wir das bei Ihnen an der Schule realisieren können. Laura. Hallo, ja genau, ich bin Laura, ich gehe hier zur Schule, bin Kölnerin, gehe hier in die Q1. Wir haben zusammen bei Herrn Spang Unterricht und sind seit letztem Jahr Junior Experts und ich lache sehr gerne. Das ist, ja, ich bin Mimi, ich gehe auch hier zur Schule, auch in die Q1 und habe mit der Laura halt letztes Jahr das Junior Experts Projekt in der Stadtbibliothek gemacht, was uns sehr viel Spaß gemacht hatte. Und wir durften dadurch ja jetzt auch nach Berlin fahren und ja. Da klang auch schon viel von dem mit, was ihr auch gerne macht. Insofern gehen wir vielleicht auch gleich rum. Was hast du denn zum letzten Mal gegoogelt? Ich glaube, ich habe nach Schulen gegoogelt und ja. Ich mache Therapieformen, weil ich ein Referat in Pädagogik halten musste, deswegen. Ich habe Herrn Larwig gegoogelt, weil ich in seinem Unterricht war und das ein Arbeitsauftrag war. Das passt ja schön. Und den Arbeitsauftrag habe ich mitbekommen von dem Thorsten Larwig und deswegen habe ich deinen Namen gegoogelt, Jens Großpitsch, und habe gesehen als ersten Eintrag das Zitat, schlechte Schulen sollte man schließen. Aber ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Apropos. Ach, jetzt kann man ruhig klatschen. Ja, absolut. Ein Applaus für die Anwesenden. Schlechte Schulen soll man schließen. Wie hat sich denn eigentlich das Lernen verändert? Was macht denn eine Schule im Hinblick auf digitale Medien oder auf das Lernen in einer digitalen Gesellschaft schlecht? Gut, also, ja, das war der Steinverlag. Also ich würde die Qualität der Schule nicht nur daran messen wollen, ob sie jetzt digitale Medien einsetzt oder nicht, sondern da gibt es, ich sag's mal anders, Lernen 2.0 ist notwendig, halte ich für absolut notwendig, aber damit Lernen 2.0 gelingt, muss Lernen 1.0 beherrscht werden. Und 1 kommt vor 2. Das konnte man heute übrigens auch im Unterricht sehen. Ich fand es toll, was ich gesehen habe, das mal gleich vorneweg. Aber bestimmte Dinge haben zum Beispiel mit Lernen 2.0 gar nichts zu tun. Also, dass die Technik funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn die Kreide nicht da ist oder die Tafel von der Wand fällt, dann habe ich auch ein Problem. Also, das heißt, Probleme habe ich andauernd und eine Schule ist dafür da, Probleme zu lösen. Also, man muss sehr genau unterscheiden, rede ich von 1.0 oder von 2.0. Und mein Eindruck ist, dass ganz viele Dinge auf 2.0 transportiert werden, die mit 2.0 eigentlich gar nichts zu tun haben. Und darüber sollte man dann mal nachdenken. Also was in Deutschland schlecht läuft, ist, dass alle sozusagen mit diesen Geräten umgehen, nahezu alle. Und deshalb alle meinen, sie wissen es auch ganz genau, auch Lehrer, und ein ganz schnelles Urteil haben, dass eigentlich Lern 2.0 nichts Neues bringen würde. Und dieses zu durchbrechen ist extrem schwierig. Ja, da fragen wir doch vielleicht mal gleich die Schülerin, was hat sich denn durch das Lernen mit digitalen Medien für euch verändert? Lernt ihr jetzt anders? Also eigentlich nicht, ich lerne genauso wie vorher. Ich benutze nur zum Recherchieren das Internet und sonst, ich könnte nicht an meinem Laptop lernen. Wenn ich für eine Klausur lerne, muss ich auch schreiben, also die Sachen, die mir wirklich in den Kopf gehen, muss ich schreiben und das kann ich nicht nur auf dem Laptop machen oder auf dem Smartphone oder so. Ja. Wie ist es bei dir, Laura? Bei mir hat sich das eigentlich gar nicht verändert, weil ich eigentlich relativ früh direkt angefangen habe, mit Medien zu lernen. Also ich habe schon relativ früh mal im Internet was recherchiert oder habe, also auf Office oder so, habe ich dann Texte geschrieben. Das heißt, das hat sich jetzt eigentlich nur hier in der Schule verändert, wie wir halt mit Medien umgehen. Und ich muss sagen, die Schule setzt das sehr speziell ein und sehr gut. Also man kann nicht immer Medien benutzen, deswegen ist das eigentlich effizienter geworden. Vielleicht einmal eine Frage an André. Wenn sich das Lernen an sich gar nicht so sehr verändert hat, warum tut ihr es dann? Also erstmal finde ich das total gut, die Antwort, weil das war genau das Bild, was sich widerspiegelt.
Also sie, ja, mit Medien kein Problem, mache ich sowieso. Und die Mimi dann eher so, ich muss das schreiben. Ich komme auch aus einer anderen Generation. Ich habe für Klausuren seitenweise mir immer alles aufgeschrieben, nur so konnte ich das lernen. Ja, und das ist ja auch, passt ja irgendwo immer alles in seine Zeit. Und man darf nicht vergessen, jeder Jeck ist anders. Ja, das muss ja auch noch passen. Das ist ganz klar. Also ich bin jetzt vielleicht das, wo viele denken, der ist sowieso ein Nerd, aber ich bin ja ein Geek, das heißt Nerd mit Freunden, das haben wir ja schon festgestellt. Ich glaube, was sich ändern muss in der Schule, ist tatsächlich der Umgang. Haben wir ja gestern bei der Veranstaltung auch gehört, da ging es um Cybermobbing, aber eigentlich geht es immer um den Umgang miteinander, bei allem, was wir tun. Und ja, der Lehrende muss sich, glaube ich, ändern und auch der Umgang mit den Medien. Sie sind da, das Internet. Da oben hängt ein Plakat, hallo, ich bin das Internet, es ist jetzt da, es geht auch nicht wieder weg. Gut, wir haben vorhin gesagt, in der Schule ist es ja eigentlich doch noch nicht so richtig da, aber es ist eigentlich schon da, wenn man mal so in die Hosentasche guckt von den Schülern, was da ist oder in den Händen. Und da müssen wir jetzt hinkommen, dass wir irgendwo entspannt und normal mit den Sachen umgehen. Ja. Also Bring Your Own Device ist ja so ein Begriff. Und Thorsten Larvik hat, glaube ich, gestern oder vorgestern einen Blogpost geschrieben, Bring Your Own Device in Schule ist Bring Your Own Bleistift bisher immer noch. Und da sieht man, wie das so auseinanderklafft. Und das Lernen war vielleicht so ein Einstieg dazu, mal da den Blick zu öffnen und auch den Blick zu öffnen, dass man miteinander was machen kann und andere Lehrer an andere Schulen kommen. Fand ich auch ganz spannend. Einer von den Experten hat mir vorhin erzählt, super, das müsste man eigentlich viel öfter machen. Einfach mal die Seele reinigen, an eine andere Schule gehen, mit anderen Schülern was machen, man kriegt neue Ideen. Ja, genau das. Ne? Und vielleicht kann man ja auch mal eine Klasse tauschen im Kollegium oder so. Keine Ahnung, ne? Weil ich denke auch, ihr habt ja das, mit dem Lehrer kommt ihr gut klar, mit dem anderen nicht. Und es wird auch genauso sein, du kommst mit dem Lehrer gut klar, mit dem du gar nicht gut klar kommst. Ne? Gut, das war fürchte ich auch immer schon so. Wer hat denn das Internet alles dabei? Wer hat das Internet in der Hosentasche von den Anwesenden oder auf dem Schoß gerade? Also, ja. Das Internet ist da, also ne, ich bin das Internet, ich gehe nicht mal weg. Das sollte eigentlich sozusagen der Subtext dann sein. Hat jemand kein Internet dabei? Es ist kein Outing, meine Güte. Also, es geht jetzt nicht zur Steinigung, wir verteilen keine Werte. Aber was du sagst, die Öffnung, das heißt, Lehrer kommen zu den Kollegen in den Unterricht, wenn man sich das Internet in den Klassenraum holt, sprich, holt man sich ja im Grunde auch die Welt und andere Menschen rein, wenn man mit den Schülern in den digitalen Raum geht, ist man ja auch mit anderen konfrontiert. Herr Großpietsch, rüttelt das nicht am Selbstverständnis eigentlich der Lehrer, wie soll ich sagen, das klassische Bild ist ja vielleicht, dass man die Klassentür zumacht oder die Klassenzimmertür zumacht und dort seinen Unterricht macht und es bekommt eigentlich außer den Schülern niemand mit. Das kann sein, aber dann ist es gut so. Also auch ohne Internet. Wenn es heutzutage noch Lehrer gibt, die von der Uni kommen und meinen, dass das Lehrerbild so sein sollte, wie Sie es gesagt haben, die haben auf alle Fälle mal ihren Beruf verfehlt. Weil Lehrer sein heißt kooperieren. Ich kann von den Schülern ja schlecht verlangen, dass die kooperieren sollen, wenn ich selber nicht mache. Ich kann natürlich auch von den Schülern nicht verlangen, dass die mit den neuen technischen Gegebenheiten sinnvoll umgehen können, wenn ich selber gar nicht kenne. Und mein Vorwurf an viele Lehrer ist sozusagen, dass sie ein vorschnelles Urteil haben und sozusagen die technischen Möglichkeiten, die diese Tablets und so weiter bieten, nicht mal kennen. Wenn ich mit jemandem darüber diskutiere und jemand sagt mir, er lehnt es aus den und den Gründen bewusst ab, bewusst heißt, er kennt es, dann kann ich damit umgehen. Aber mit so einer platten Ablehnung, da habe ich ganz große Probleme. Und das fängt an bei der Lehrerausbildung. Da spielt auch das gar keine Rolle. In der zweiten Lehrerphase, zumindest in Berlin, in Köln ist sicherlich alles besser. In der zweiten Lehrerphase spielt es auch überhaupt keine Rolle. Und da sage ich mir, hallo, für welches Jahrhundert bildet ihr aus? Sind denn Studenten oder sind Leute von der Uni aus der Ausbildung hier? Sind, genau. Und es spielt einfach keine Rolle? Wie ist das? Was
Achso, ich bin jetzt keine Lehramtsstudentin. Ich will ja über Pädagogik und Game Studies meine Doktorarbeit schreiben, beziehungsweise schreibe ich gerade. Aber deswegen schreibe ich sie auch, weil ich auch von Lehrerkollegen weiß, dass sie sich mehr Ausbildung im 2.0-Bereich an der Uni bereits wünschen, damit sie das dann auch in den Unterricht einbringen können. Also sie sind eigentlich auch oft der Meinung, wenn ich jetzt mit Leuten rede, dass es zu spät passiert. Danke. Wie ist es, Annika? Wie soll ich sagen, bei dir kommen ja die Lehrer an, die grundsätzlich schon ein Interesse daran haben, etwas in ihrem Unterricht und mit digitalen Medien zu verändern. Was sind denn so die Hauptprobleme? Was sind die Hauptfragen, die da bei dir auftauchen? Also natürlich sind es halt mehrere Bausteine, die einfach beachtet werden müssen, wenn halt an den Schulen, sag ich mal, neue Medien eingeführt werden sollen. Das sind Sachen, entweder, klar, Finanzen ist auch immer ein großes Thema, das heißt, kriegt die Schule Geräte von uns als Schulträger oder überlegt die Schule halt Geräte über das Thema Bring Your Own Device zu finanzieren. Also Finanzen ist ein großes Thema, Infrastruktur ist ein großes Thema, weil es halt auch immer noch Gebiete gibt, die vielleicht keine große Bandbreite in Köln haben, wo also geguckt werden muss, macht es Sinn, an dieser Schule mit mobilen Endgeräten zu arbeiten, weil vielleicht manche Anwendungen dann auch gar nicht funktionieren. Gibt es tatsächlich in Köln auch noch. Also das heißt, Infrastruktur haben wir da noch dazu. Was unterschätzt wird, ist, glaube ich, auch das pädagogische Konzept. Noch näher? Okay. Genau, was noch wichtig ist, ist natürlich das pädagogische Konzept, was die Schule selber hat. Wir erleben das häufig, dass es so einzelne Leuchttürme gibt an den Schulen, Lehrer, die sehr fortschrittlich sind, sehr interessiert. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Lehrer es schaffen, halt ihr Kollegium auch zu erreichen. Das heißt, dass sie eben nicht alleine an ihrer Schule sind, ein Leuchtturm, sondern dass die Lehrer es schaffen, eine ganze Kultur in dieser Schule umzusetzen, wo es selbstverständlich ist, dass man eben mit diesen neuen Medien arbeitet und man eben nicht alleine ist. Weil alleine kriegt man das nicht hin, das ist einfach so. Sondern das ist immer gemeinsam, das muss in der ganzen Schule unterstützt werden. Vom Schulleiter an bis, sage ich mal, ins ganze Kollegium. Das ist halt ein Thema und was auch vorkommen kann, aber nicht muss, sind natürlich auch die Eltern. Es gibt Eltern, die möchten das vielleicht nicht, die unterstützen das nicht. Es gibt sozial schwache Bereiche natürlich auch in Köln. Da ist es dann halt so, dann haben Eltern vielleicht auch gar nicht die finanziellen Mittel, halt selber Geräte anzuschaffen. Und sie sind dann vielleicht nicht eine der Schulen, die der Schulträger gerade ausgesucht hat. Das ist dann auch nochmal so ein Fragezeichen. Lässt sich sowas lösen? Also gibt es da bereits Beispiele, wie so etwas gelöst werden konnte? Also es gibt Finanzierungsmodelle, die wir halt über den Verein Neue Medien für Kölner Schulen abwickeln. Und da ist halt auch eine Variante für sozial Benachteiligte, also sozial Schwache eben. Genau. Also möglich ist das. Apropos Eltern, was haben eure Eltern dazu gesagt, als ihr plötzlich ein iPad mit nach Hause geschleppt habt? Also selber habe ich gar kein iPad, deswegen habe ich keins mit nach Hause geschleppt, aber zum Beispiel, wir mussten viel mit den iPads arbeiten, auch teilweise von der Schule oder von der Stadtbibliothek oder als wir den Roboter mit nach Hause gebracht haben, da muss ich sagen, obwohl meine Mama eigentlich total anti-Technik ist und davon schon viel zu viel auf ihre Arbeit immer sieht und das zu Hause gar nicht mehr haben will, weil die schwer begeistert, dass das jetzt so sozusagen eine digitale Revolution jetzt da ist und dass wir da halt so mitwirken dürfen und dass da halt auch wirklich dann sozusagen diese Wechselwirkung ist, dass wir das sozusagen den Eltern beibringen und ich erkläre das auch ganz oft meinem Onkel und meiner Tante, wie das neue iPhone funktioniert oder kannst du mir nochmal da mit den E-Mails helfen oder mit dem Computer, also das ist da eigentlich, also die finden das, die unterstützen das auf jeden Fall, finden das gut, dass wir das so machen. Das heißt, du bist jetzt der Systemadministrator deiner Familie. Noch nicht ganz so. Wir haben auch einen IT-Experten in der Familie, der unterstützt mich dann manchmal ein bisschen. Aber also ich versuche auf jeden Fall halt so dabei zu bleiben und dass das jetzt auch in der Schule so stark unterstützt wird, dass man da halt auch mit Medien arbeitet, finde ich sehr gut, weil man dadurch halt dann auch noch zu dieser Ergänzung zum privaten Leben bekommt und dadurch keine Umstellung mehr entsteht. Also es ist dann halt so, dass beide Leben ineinander übergehen und man sozusagen auch viel effizienter und besser lernen kann oder
Sachen herausfinden kann oder was man damit machen kann. Halt. Ja. War es bei dir ähnlich, Laura? Das haben deine Eltern auch eher positiv reagiert? Ja, bei mir war es eigentlich genauso. Also gab es denn auch, habt ihr mitbekommen von Mitschülern, die Probleme hatten dadurch, also wo die Eltern eher mit Unverständnis reagiert haben? Überhaupt gar nicht. Also keiner hatte da Probleme mit seinen Eltern oder so. Also sind eher begeistert davon, dass wir hier so ein Projekt an der Schule haben mit den iPads und Dieses André, du kommst ja eben auch häufig in Kontakt, ja eben nicht nur mit den Schülern oder mit anderen Lehrern. Was gibt es sonst so für Reaktionen? Du machst ja eben viel mit iPads. Es war ja heute Morgen auch ein Artikel im Kölner Stadtanzeiger, für jeden Schüler ein iPad. Gab ja auch gleich kontroverse Reaktionen. Wie kann man nur Apple unterstützen? Das ist ja dann schnell der Hauptkritikpunkt. Wie gehst du damit um? Genau, also auf Twitter ging das ja ein bisschen heute Morgen und die Leute haben, glaube ich, aber die Überschrift auch gelesen, nur die wirklich schlecht gewählt ist. Thema Medien, eine super Steilvorlage auch. In dem Artikel selber wird ja dann eigentlich klar, worum es geht. Also, dass es nicht nur um iPad geht für jeden Schüler, es geht um Infrastruktur und eigentlich auch um das, worüber wir gesprochen haben. Genau, das iPad-Projekt hier an der Schule gibt es ja jetzt schon ganz lange, seit fast 4 Jahren. Und wir werden auch nachher in einem Workshop ja darüber berichten, was wir so gemacht haben in 4 Jahren. Und vor 4 Jahren gab es eben auch noch kein anderes Tablet-PC und wir wollten bewusst ein mobiles Gerät. Und ich finde, heutzutage muss man nicht unbedingt auf eine Marke setzen. Ich finde eigentlich, das ist wahrscheinlich auch in eurem Sinne dieses Modell, dass man eigene Geräte nutzen kann mit all seinen Vor- und Nachteilen. Aber beim Füller und Bleistift ist es ja auch so, da hat man ja nicht ein Modell. Das ist, glaube ich, das, was so zukunftsträchtig ist. Und dass man eine Infrastruktur hat, da können wir ja glücklich sein, die haben wir hier in der Schule, mit dem Wifi, was wir jetzt heute alle genutzt haben, auch die Schüler alle nutzen konnten. Und da müsste man halt überlegen, welche Konzepte es da gibt, weil dann, man kann nicht einfach sagen, okay, Wifi ist jetzt mal frei und dann gucken wir mal, was passiert, weil dann geht es ja dann genau wieder darum, wie verändern das den Unterricht, was kann ich dann anders machen. Das ist natürlich ein großes Fass. Brauche ich dann den Duden noch? Kann ich nachgucken? Kann ich auch verschiedene Sachen dauernd nachgucken? Oder ein Schüler kann das auf seinen Blog schreiben, wenn er möchte, der andere auf seinen Papierblog. Ja, also da sind die Konzepte gefragt. Ja, ist es nicht so, dass sich alle nur noch rumdaddeln, auf ihre Smartphones starren oder wie auch immer? Das ist ja immer so ein gern gewählter Vorwurf. Ne? Niemand konzentriert sich mehr, keiner unterhält sich mehr miteinander. Eigentlich verwahrlosen die Menschen und glotzen nur noch auf ihre Telefone. Genau, also da würde ich gleich Sie gerne auch mal noch fragen, was Sie ja über Gaming auch jetzt schreibt. Nur vielleicht 2 Sätze noch. Es ist ja so, in meiner Generation haben wir mit Arbeitsblättern Flieger gebaut. Ja, war so, also ich natürlich nicht, aber meine Schulkameraden. Und Spaß beiseite, ich denke, wenn es die Stunde rund geplant ist, und das hat man ja heute Morgen auch gesehen, dann hat keiner mit seinem Gerät, ich glaube, das könnt ihr auch bestätigen. Und davon abgesehen, wenn ich jetzt verbiete, ihr dürft euer Smartphone nicht nutzen, dann gucken die Schüler unterm Tisch die Facebook-Status-Nachrichten. Da machen wir uns nichts vor. Und wenn Schüler irgendwas aufnehmen wollen im Unterricht, dann machen sie das. Und deswegen ist es mir wirklich lieber, das Ding liegt auf dem Tisch, dann habe ich ja noch einen Blick drauf und sehe es, als diese Pseudo-Mogelnummer, das ist ja irgendwie nicht zielführend. Welche Frage? Aber jetzt die Frage ans Gaming. Ja, also ich habe mal gehört von, da ist ja auch so ein Vorurteil, wenn die Schüler spielen, dann kommunizieren die nicht mehr miteinander. Und ich glaube, darüber können Sie ja auch noch was berichten, wie es mit der Kommunikation ja. unter Gamern aussieht. Ich habe zufällig gerade im Rahmen meiner Dissertation ein tolles Buch gefunden von 1978 von Professor Spanhels, ein Pädagoge gewesen. Der hat dieses Buch geschrieben, Jugendliche im Umgang mit Bildschirmmedien. Also Jugendliche und Bildschirmmedien, ich weiß den genauen Titel nicht, habe es aber letzte Woche zu Ende gelesen und es ist ganz toll, weil 78 gab es schon Fernsehen, Computerspiele, und auch schon die ersten Konsolen im Kinderzimmer, Fernseher im Kinderzimmer und so weiter. Und damals hat man sich schon die Frage gestellt, sind die Jugendlichen jetzt völlig davon abgelenkt und so weiter. Und er ist halt auch zu dem Schluss gekommen, dass sie eben nicht davon abgelenkt werden. Wir sind eine
Informations- und Kommunikationstechnologische Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in der Mitte der Gesellschaft an die Medien herangeführt werden, und das beginnt in der Schule. Und wenn man den Jugendlichen mit Respekt begegnet und klare Regeln festsetzt, dann werden sie immer dankbar sein, dass sie den Umgang mit den Medien in der Schule haben dürfen. Und sie werden die Regeln akzeptieren. Und das habe ich auch heute vielfältig im Unterricht gesehen, dass es gar kein Problem ist, wenn die Lehrer sagen, so, jetzt drehen wir das iPad mal um und reden kurz mal 20 Minuten über das, was wir jetzt gerade erörtert haben. Dann haben alle Fünftklässler fantastisch mitgemacht. Keiner hat gequatscht, keiner hat abgelehnt, keiner hat den Lehrer ignoriert oder sonst was. Also ich fand, es war super harmonisch und einfach nur fantastisch umgesetzt im Unterricht von dem Lehrer. Und ja, ich hätte mir, also da bin ich ganz neidisch und denke mir so, ich wünsche, mein Unterricht wäre so gewesen. Weil ich bin noch 1996 von meinen Lehrern bestraft worden, dass ich meine Hausaufgaben freiwillig am Computer gemacht habe. Dann hieß es halt, das hat ja der Computer für dich gemacht. Aber das ist, glaube ich, hoffentlich dann, also es ist ja hier offenbar nicht so, und ja, ich finde es ganz toll. Kommen wir mal zu den idealen Bedingungen eigentlich. Was wäre für euch, wären für euch ideale Bedingungen, jetzt nicht nur für euer Lernen, sondern oder eben auch für das Lernen und Lehren mit digitalen Medien an Schulen? Nun herrschen hier schon gute Bedingungen, habe ich den Eindruck, aber was könnte denn eigentlich so allgemein gesehen, sowohl für euch persönlich, für Sie persönlich, ideale Bedingungen sein? Was muss sich ändern, damit das Ganze auch wirklich ideal genutzt werden kann? Also ich finde, wie es bis jetzt an unserer Schule ist, für mich persönlich finde ich so gut, weil auch jetzt zum Beispiel das WLAN für heute, ich habe direkt gemerkt, dass ich viel mehr an meinem Handy bin und wäre hier immer WLAN, wäre das, glaube ich, würde das noch viel mehr verstärkt werden, dass die Kinder an ihren Handys sind im Unterricht und so. Und ich finde eigentlich, dass wir halt noch Bücher haben, und ich finde es eigentlich so, wie es gerade ist, ziemlich perfekt. Also ich würde nichts dran ändern. Bei mir ist das ganz ähnlich. Ich finde nur, man könnte so einzelne Stellen optimieren, zum Beispiel Smartboards könnte man mehr anwenden. Zum Beispiel, die gibt es bis jetzt, glaube ich, in den Bio- und Erdkunderäumen. Die könnte man auch eigentlich für den Deutschunterricht oder Pädagogikunterricht oder generell andere Fächer gut verwenden. Oder dass es halt manchmal einfach ein bisschen umständlich ist, die Medien hinzuzuziehen. Also sie sind zwar mittlerweile da, jedoch gibt es da manchmal so technische Schwierigkeiten. Das gibt es zwar immer, aber zum Beispiel dann funktioniert mal ein Beamer nicht oder der Overhead-Projektor ist mal wieder kaputt oder es gibt gerade keinen im Raum. Also da gibt es einfach so ein paar materialistische Sachen, die man vielleicht optimieren könnte. Aber sonst finde ich es im Moment ganz gut. Und das mit den WLAN finde ich eigentlich gut, dass es das mittlerweile hier, also jetzt an der Schule gibt, dass es zur Verfügung gestellt ist. Jedoch gab es, also es gibt ja auch im Musikraum, also in einzelnen Fachräumen gibt es bereits WLAN, jetzt nicht für die ganze Schule. Darauf würde ich dann auch eher setzen, weil es halt wirklich so ist, dass in den Pausen, das ist halt einfach meine Befürchtung, dass man einfach sozusagen die Kommunikation hier so ein bisschen ausstirbt. Da hätte ich auch ein bisschen Angst, weil ich auch selber halt dann so ein bisschen so dachte, dann gucke ich nochmal nach oder sonst irgendwas, aber sonst finde ich das im Moment eigentlich wirklich die optimalen Bedingungen und finde das super. Vielleicht André jetzt, weil dann gehen wir vom Kleinen so ins Große, weil diese Sachen, ich bin so aus. Also ich würde es immer jetzt natürlich auch mal aus Lehrerseite gerne betrachten. Ich finde es unheimlich schwer, das ist auch fürs Kollegium total schwer, digitale Medien einzusetzen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Weil wir natürlich und auch die Schüler und die Eltern natürlich dann wieder auf die Noten, Zeugnisse, Prüfungen gucken. Und da passt für mich das ganze System überhaupt nicht zusammen. Denn wenn wir jetzt sagen, wir holen die digitalen Medien in den Unterricht herein, wie auch immer, dann kann es ja nicht sein, dass wir dann einfach einen Laptop nehmen, um einen Text zu schreiben oder so. Sondern es geht ja eigentlich, wir reden ja über das Internet oder Gaming und solche Dinge und vor allem über Partizipation, was ja in den Stunden heute auch war, und dann ging es über Twitter nach draußen und so weiter. Wir haben in der Mensa mitgelesen, was eine Klasse gemacht hat, diese Möglichkeiten. Und dann ist ja die große Frage, wie
führe ich das dann jetzt in der Prüfung zum Beispiel, weil wenn ich jetzt an die Abiturprüfung denke, dann sitzt jeder alleine da und arbeitet für sich ohne Internet und schreibt auf Papier. Ja, und da passt das für mich nicht mehr, das Gefüge passt nicht. Das heißt also, eigentlich müsste das von den Vorgaben, Prüfungsvorgaben, Kultusministerkonferenz, da muss umgedacht werden. Und Roman hat es ja auch schon gesagt, Lehrerausbildung, ein wichtiges Thema natürlich. Ist ja auch ganz klar, wir müssen selber ja wissen und einfach, genau wie wir in unserem normalen Unterricht ja sicher sind und den machen, dann müssen wir auch mit den Medien sicher sein, sonst kann das ja nicht funktionieren. Ja. Also ich persönlich würde vor zwei Dingen warnen. Erstens, ich habe an reformpädagogischen Schulen, also unsere Schule ist in diesem Schulverbund, Blick über den Zaun und da habe ich eine ganze Menge Schulen gesehen, die auch einen deutschen Schulpreis und anderes bekommen haben. Und alle machen einen Unterricht, der fern weg ist von den Rahmenplänen oder wie immer, oder Lehrplänen oder wie immer es in den Bundesländern heißt und haben trotzdem hervorragende Ergebnisse bei den Zentralprüfungen. Also auch an unserer Schule gibt es Zentralprüfungen und so. Und ich habe in meiner ganzen Zeit als Schulleiter, kannte den Rahmenplan in Deutsch nicht. War jedes Mal ziemlich blamiert, wenn also da eine Staatsprüfung war, war ich immer ganz gut. Trotzdem sind die Ergebnisse gut. Und ich würde also nicht sozusagen denken, sozusagen als vorauseilender Gehorsam, was wird da in der Prüfung verlangt. Sozusagen in der Prüfung wird nichts Aberwitziges verlangt. Dann ist es völlig fern weg von jeder Realität. Und sozusagen, es gibt auch an Schulen, die sozusagen nicht Lern 2.0 machen, gibt es, wenn sie eigenermaßen gut aufgestellt sind, gibt es für die Schüler zwei verschiedene Unterrichtszeiten. Und die eine Zeit heißt, ich lerne notenfrei, denn wenn ich lerne, was soll ich da eigentlich beurteilen? Es ist eine Lernzeit und eine Zeit, in der ich beurteilt werde. Das muss den Schülern klar sein und so kann man auch damit umgehen. Zweite Bemerkung. An unserer Schule gibt es keine Tafeln und keine, wie heißen diese Dinger, wo der Lehrer alles abspielt, was er zu Hause... Interactive. Ja, und Interactive. Dieses Interactive, da wo ich es gesehen habe, war immer nur Interactive zwischen der Whiteboard und dem Lehrer. Der schlimmste Unterricht, den ich je gesehen habe, war in solchen Klassen. Ich würde schwer davor warnen, dieses Flächendecken einzuführen. Das ist aus der Sicht der Stadt. Die Rahmenbedingungen für einen gelungenen Unterricht, ja. Sagte ich eben schon, die Finanzen müssen natürlich da sein, weil ohne Geld kann ich nichts beschaffen, das ist ganz klar. Die Infrastruktur muss einfach gegeben sein, sei es halt die Bandbreite, damit halt auch eine ordentliche Geschwindigkeit ist, damit die Anwendungen funktionieren. Infrastruktur ist zum Beispiel auch WLAN, eben gerade für das Lernen mit Tablet-Computern. WLAN, die Frage ist, wir haben angefangen gehabt, das zu erproben partiell. Jetzt ist es so, dass wir sagen, WLAN muss flächendeckender an die Schulen gebracht werden. Einfach aus dem Grund, dass es dann auch dort benutzt werden kann, wo man es braucht, gerade für den Unterricht. Weil sonst brauche ich auch nicht mit dem Thema mobilen Lernen anfangen. Das heißt also Infrastruktur, Finanzierung. Die Schulkultur muss das hergeben. Das heißt, die Schule muss ein Konzept haben, die Schule muss dahinter stehen. Was ich ganz wichtig finde, und ich bin sehr dankbar, dass Sie das ansprechen, die Lehrer müssen wissen, was sie tun, sie müssen geschult sein, sie müssen den Umgang kennen. Das ist auch ganz wichtig, weil sonst ist es halt eben so, dass halt diese Active Boards im schlimmsten Fall sogar in der Ecke stehen und nicht genutzt werden, weil sie nicht kalibriert werden. Kalibrieren geht wohl mit 8 Schritten, das ist gar nicht so schwer. Aber daran scheitert es zum Beispiel auch. Und was man aber auch nicht vergessen darf, es reicht nicht, wenn ich jetzt einen Satz iPads anschaffe oder Tablet-Computer im Allgemeinen, sondern man muss sich dann auch Gedanken machen, so und jetzt, wie hole ich meine Arbeitsergebnisse ein? Wie bekomme ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich den Schülern eine Aufgabe stelle, wie bekomme ich denn dann Ergebnisse zurück? Das heißt, man muss so ein ganzes System schaffen. Benutze ich eine Lernplattform? Schaffe ich noch einen Online-Speicher an? Also ne, das sind alles noch Gedanken, die halt noch mit reinkommen müssen. Ja, hab ich. Und da muss ich dich leider abwürgen, genau, vielen Dank. Ich denke, es ist auch... Bitte? Oh, natürlich. Ich konnte mich nicht zurückhalten, als hier die Frage nach den Wünschen und nach der Ausstattung gestellt wurde. Ich glaube, jeder Unterricht, ob 1.0, 2.0, 3.0 oder wie auch immer, ist eine kommunikative Begegnung. Und die Medien sind komplementär zueinander und nicht das eine Medium verdrängt das andere. Was ich mir für die Kaiserin-Augusta-Schule wünsche, ist einfach, dass
Die Arbeit mit digitalen Medien, dass die zur Normalität wird, dass den Rücken hängen, einen Beamer und Lautsprecher etc. etc. Das sollte, glaube ich, Normalität werden. Wir wollen nicht mehr miteinander sprechen. Wir wollen nicht pseudomodern sein und auf Knöpfe drücken. Wir wollen vernünftig miteinander kommunizieren und die Medien da einsetzen, wo sie einen Mehrwert für uns bringen. Und das heißt aber, sie müssen in der Lernumgebung bereitstehen. Und es muss nicht erstmal Kabelsalat entwirrt werden. Ich glaube, es muss ein Stück Normalität werden, sodass wir dann auch sagen, wir können mit diesen Mitteln auch versuchen, den Anspruch auf Individualisierung, auf individuelle Förderung umzusetzen. Und das wünsche ich mir für meine und unsere Schule. Denke ich, eine würdige und gute Überführung tatsächlich in die Workshops. Eine fast Punktlandung. André guckt schon streng, wir hören jetzt aber auch auf. Ich bedanke mich sehr, dass ihr mitgesprochen habt, dass ihr was beigetragen habt und von eurer Sicht der Dinge sozusagen mitgeteilt habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt geht's in die Workshops. Jetzt darf jeder quasi auch selber aktiv werden. Herzlichen Dank. Danke.